Servus Leute, Tag 4 ist angebrochen und ich dachte mir, wie kann man denn den Tag besser starten als mit einem Interview mit unserem Chef, mit dem Bundestrainer René Spies. René, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Ja, ich war jetzt lange nicht dabei. Meine erste Frage, was sagst du so, deine Einschätzung zur bisherigen Saison, zu den ganzen Teams so? Ja, also erstmal muss man ja sagen, es ist eine ganz besondere Saison. Es ist ja nicht eine Weltcup-Saison, sondern es ist ja eine olympische Saison. Dementsprechend ist sowieso vieles anders, weil man ja eigentlich den Druck im Nacken spürt. Einmal, dass man die ganze Mannschaft gesund zu den Olympischen Spielen bringt. Und dazu kommt ja noch, dass auch in so einer Saison dann auch Pilotinnen und Piloten aussortiert werden. Andere setzen sich durch Richtung Olympia, dasselbe bei den Anschieberinnen und Anschiebern. Also das ist schon eine Saison mit sehr, sehr viel Druck. Und dazu kommt in diesem Jahr ja noch, dass wir Olympische Spiele in China haben, was sowieso schon aufwendiger ist mit den ganzen Visa. Und natürlich das uns alle beschäftigende Thema Corona. Und dementsprechend ist das erstmal so, sage ich jetzt mal, der Grundrahmen ganz anders als die Jahre zuvor. Aber ich bin natürlich mit den Leistungen, die jetzt gezeigt werden, erstmal sehr zufrieden. Wir sind bei den Frauen im Zweier ganz vorne mit dabei. Im Monobob konnte bisher nur Laura Nolte performen, aber auch bei den Herren bin ich sehr zufrieden mit Friedrich und mit Lochner, die wirklich sehr, sehr gute Leistung bringen. Und Christoph Hafer kommt auch. Also insgesamt denke ich erstmal ein sehr guter Auftakt. Gestern ist jetzt so die erste Nominierung durchgewesen. Nimmt das jetzt ein bisschen Druck für dich weg, wenn man jetzt weiß, okay, jetzt steht erstmal die Olympiamannschaft soweit fest und ist das jetzt so, beruhigt dich das? Ja, das sind ganz schwierige Wochen ja für alle. Also erstmal natürlich für die Athletinnen und Athleten, die natürlich auf so einen Höhepunkt hinfiebern und die dann gesagt bekommen von mir, dass sie vielleicht nicht dabei sind. Manche bekommen auch gesagt, dass sie schon dabei sind. Bei manchen ist es ja noch auf der Schwebe. Für mich auch eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit, wo ich noch angespannter bin als sonst. Aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt bis Weihnachten schon das meiste erschlagen haben. Vielleicht werden wir nicht alles hinbekommen. Aber das ist dann schon so, dass man dann so ein bisschen, dass der Druck so ein bisschen nachlässt und dass man weiß, jetzt läuft alles in geordneten Bahnen. Das ist für alle einigermaßen klar. Man kann die letzten zwei Monate sich einfach oder den Fokus dann wirklich auf das Sportliche legen. Wenn wir so jetzt in Richtung Olympia blicken, was würdest du sagen, wie sind wir aufgestellt als Mannschaft und wo siehst du uns, wenn wir durchs Ziel fahren, Olympia? Ja, also erstmal ist das natürlich wieder, es passiert wieder das, was immer passiert, alle vier Jahre. Die Konkurrenz, die macht einen Riesenschritt nach vorne. In allen Bereichen und das nicht nur eine Nation, sondern wirklich fünf, sechs Nationen. Die sind im Start jetzt auf einmal wieder mit dabei. Wenn du siehst, in Frau Monobob, da können glaube ich 10 Damen aufs Podium fahren. Das ist bei den Herren und bei den Frauen unisono gleich und dementsprechend rückt das alles viel näher zusammen. Aber natürlich sind wir in der Situation, dass wir im Start mit dabei sind, dass wir sicherlich auch gutes Material haben. Und dass wir natürlich auch Spitzenpilotinnen und Piloten haben. Und von daher ist erstmal die Grundvoraussetzung da. Ich meine, du weißt selber, am Ende entscheiden kleine Dinge bei Olympia. Aber schlechter wäre es, wenn wir eine Zehntel hinterher sind im Start, wenn wir schlechte fahrerische Leistung zeigen, wenn unser Material nicht top wäre. Das wären ganz, ganz schlechte und ganz andere Voraussetzungen. Also wir haben wirklich gute Voraussetzungen. Aber am Ende müssen die Aktiven das dann auch abrufen zum Tag X. Gut, dann haben wir jetzt erstmal die wichtigen Fragen geklärt. Jetzt habe ich noch 3 Fragen, die ich jetzt jeden stellen werde, den ich interviewe. Frage 1 ist, wann hast du dich das letzte Mal so richtig geschämt? Und wegen was? Paul Krenz, wann habe ich mich das letzte Mal richtig geschämt? Boah, das ist so eine schwierige Frage, die kann ich gar nicht so. So, wo du auch so ein bisschen rot geworden bist. So, weißt du? So, was echt unangenehm war. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Das habe ich jetzt
im Moment nicht aufstehen. Mir fällt ein, aber das ist schon wieder ein bisschen her, da haben wir unseren alten Sportfördergruppenleiter verabschiedet. Ich bin auch aufgehalten worden mit so einem Gespräch. Und dann hat schon ein Sportler sich bedankt bei ihm und es war eigentlich schon alles klar. Und dann bin ich nochmal reingekommen und habe dasselbe dann nochmal erzählt. Und da haben schon alle immer so gemacht vor mir. Und ich habe dann hinterher erst erfahren, dass das alles schon gelaufen war. Das war das letzte Mal, wo ich mich so ein bisschen geschämt habe. Aber jetzt ganz Konkretes in jüngster Vergangenheit kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay, ich dachte, das ist eher sowas wegen irgendeinem Athleten von uns oder so, wenn man mal wieder ein Späßchen gemacht hat. okay, dann Talent. Wenn du dir ein Talent aussuchen könntest, was wäre das? Talent? Das weiß ich gar nicht, Talent. Du kennst ja so eine Interviewsituation und so und Besprechungssituation, da tue ich mich manchmal schwer und da haben manche sind da so ein bisschen gelassener und ruhiger. Das wünschte ich mir manchmal, dass ich so ein bisschen furchtloser bin in manchen Situationen. Das Obwohl ich selber sagen muss, wenn ich dich im Interview sehe, ich finde dich sehr gelassen und sehr ruhig. Das ist die Außenwahrnehmung, ja. Aber ich muss mich oft überwinden, auch gerade bei so großen Mannschaftsbesprechungen. Das wäre zum Beispiel ein Talent, wo ich sagen würde, in manchen Situationen so ein bisschen furchtloser zu sein. So, jetzt die allerletzte Frage. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wann habe ich das letzte Mal geweint? Paul Krenz, du bringst mich ja wirklich... Also ich habe die Fragen überlegt und ich habe mir sogar gedacht, ich weiß die Antwort. Du kennst sogar die Antwort? Ich hätte gedacht, ich weiß. Wann ich das letzte Mal... Wann ich das letzte Mal... Weiter, es gibt schon Situationen, wo es mir die Tränen ins Auge... Das meine ich ja so. Also ich kenne eine Situation, die habe ich live miterlebt und ich dachte, das war die vielleicht, aber... Ja, aber dann erzähl mal, vielleicht kannst du mir da helfen. Na, ich hätte gedacht, die Olympischen Spiele, als Francesco da 2018 durchs Ziel gefahren ist, ja, im Vierer. Und wir da alle durchgedreht sind oben am Start, wir haben da mitgefiebert und... Ja, also ich weiß nicht, das war in der Tat so, also ich weiß, danach wird es das mit Sicherheit auch nochmal gegeben haben, aber es gibt schon so sportliche Momente, die mich sehr bewegen und das war in der Tat so. Das weiß ich auch jetzt, dass der Druck ist jetzt im Moment enorm. Vielleicht merkt man mir das nicht an, aber der Druck ist extrem jetzt bei mir, auch 2 Monate vor Olympia, auch in dieser ganzen Corona-Situation. Man hat täglich Angst, dass sich Aktive verletzen. Ich wache jeden Morgen auf und bin froh, wenn auch alle einigermaßen an Bord sind, wenn wir keinen Corona-Fall haben. Der Druck ist extrem. Auch diese Unsicherheit Richtung Olympia, was passiert beim positiven Fall, also das ist ganz extrem. Und Pyeongchang vor 4 Jahren, das was du ansprichst, das war auch so, da war ich junger Cheftrainer, erst 2 Jahre im Amt, der Druck war brutal für uns und das war in der Tat so, als Francesco dann in diesen unteren Bahnbereich kam, wo ich wusste, die können jetzt nicht mehr stürzen und da ist dieser ganze Druck von mir abgefallen, da kann ich jetzt sogar schon wieder reingehen in diese Situation und da sind mir wirklich die Tränen direkt die Backe runtergelaufen, weil das hat mich so geflasht, weil dieser Druck, dieser enorme Druck, der ja einfach da ist, ist dort abgefallen und da gebe ich dir recht, das war sowas, so eine extreme Situation, wo ich, viel mehr kann ich mich auch nicht erinnern, aber da liefen mir die Tränen runter. Ich denke, was die Situation auch so ein bisschen besonders gemacht hat, also ich weiß nicht, aber mir kam das zumindest so vor, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, dass, ich sag mal, vor den Olympischen Spielen kann ich mich noch an Gespräche erinnern, wo wir gesagt haben, wem würdest du wetten? Dann haben wir gesagt, ja, Krips ist gut, Francesco ist gut, Nico ist gut. Im Vierer war das so ein bisschen undurchsichtig. Diese jetzige Ausgangssituation ist ja ganz anders. So, wir wissen, Francesco ist gut, Hansi ist gut, also da rechnet man mit dem ein. Meiner Meinung nach war das 2018 nicht so klar, wie es jetzt halt ist. Und ich denke, deswegen war der Moment halt da vielleicht auch so richtig. Also für mich war das halt auch so ein Gänsehautmoment, ne? Als der da durchfährt, dann siehst du den Bundestrainer, der da so ein bisschen berührt ist und war halt so, das Ganze, es war einfach cool. So, ne? Aber gut. Ja, René, das war's schon. Vielen Dank. Gerne, Paul. Wir haben es jetzt Mittag. Ich gehe jetzt essen. Danach geht es zum Bahntraining. Heute ist Vierer-Bahntraining. Da ist René auch immer am Start. Also eigentlich bei jedem Training. Und guckt, was wir da machen. Und ja, jetzt gehen wir erstmal essen. Fünfte Treppe, oder?
Geil, keine Treppe jetzt hier. Wo ist? Wollen wir nicht noch auf Baby warten? Nee. Geil, kann ich mich schön nachher schreiben, Silvester doch zu Hause. Das sind nur deine Ersatzteile für Sekunde. Nur dein Ersatz, gell? Nur deiner. Ich kann mich ja wegducken. Ich auch. Da sind deine drei Ersatzhelme drin. Zweimal Trainingssturz, einmal Rennsturz. Eins, zwei, F! Der Bug. Ah, das ist auch nicht Auto, schätze ich, oder? Ich könnte doch irgendwas mal fahren. Kannst du die 58, willst du die fahren? So, jetzt werden erstmal die Schonkufen zum Start gebracht. Weil die Schonkufen sind dafür da, dass unsere Kufen nicht zerkratzen. Praktisch zum Transport. Deine Mom. Hey. Ja, wenn es jetzt Schlägerei gibt, ich hab's drauf. Du hast Beweis. Halt ihn zurück, ich halte ihn zurück. So, jetzt werden Kufen umgebaut und dann beginnt die nächste Runde. Was sagst du zum Wetter? Alles Wetter in Altenberg. Also gefällt ja, du meinst, dir das? Du meinst, du bist in Oberhof oder in Winterberg oder in Altenberg, ist immer das Gleiche. Immer die gleiche Perspektive. Aber sonst läuft heute gut gewesen von allen? Ja, wir sind schon sehr zufrieden im ersten Lauf. Perfekt. Coach, hast du irgendwas zu sagen? Ich will mal eine Antwort auf meine Fragen, die ich dir stelle. Was hast du denn gefragt? Komm, ich stehe vor der Garage vom Bob-Team Francesco Friedrich. Francesco nimmt sich ganz kurz Zeit für den Vlog. Grüße, hallo. Francesco, kurz ein paar Fragen. Saison bis jetzt, was sagst du? Ich denke, erstmal alles gut gelaufen. Wir haben natürlich immer noch Baustellen und haben Rennen, wo es knapper wird und wo es weniger knapp ist. Aber wir arbeiten dran, weil der Saisonhöhepunkt ist einfach mal Peking und alles, was davor passiert, interessiert dann keinen mehr. Wenn wir jetzt hier alle Rennen gewinnen,
Und dann keine Medaille machen, dann hat das alles nichts genutzt. Das heißt, wir legen alles rein und testen das Material für die Spiele. Okay, aber ich denke mal, anhand der Weltcups, die bis jetzt gelaufen sind, sieht man ja, dass es sehr, sehr gut läuft. Ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht mehr so Bob-Fragen stellen, weil das kann halt jeder Reporter. Ich hätte jetzt noch so zwei, drei Fragen, die habe ich heute auch schon René Spieß gestellt. Zum einen, du bist ja ein riesen Bob-Talent, das ist ja, steht ja außer Frage. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dir ein anderes Talent auszusuchen, was wären das? Boah, du stellst gute Fragen. Theoretisch kann man sich doch irgendwo alles erarbeiten, was man gerne machen will. Und jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn man was unbedingt erreichen will oder was unbedingt schaffen will, dann schafft man das, wenn man nur daran glaubt und wenn man das einfach macht. Man muss es einfach machen und dann kann man alles schaffen oder machen, was man gerne will. Nächste Frage, da hätte ich bei René eine ganz andere Antwort erwartet, aber war gar nicht so schlimm. Wann war der letzte Moment, wo dir mal sowas richtig, richtig peinlich war, wo du auch mal so rot geworden bist? Mir ist eigentlich nichts zu peinlich irgendwie. Also ich bin so, wie ich bin und wenn da was passiert, dann lache ich selber mit drüber. Und ob ich da rot geworden bin bei irgendwas oder nicht, aber mir fällt jetzt auch gleich gar nichts ein. Also wie gesagt, wenn sowas passiert, dann lachen die Leute über mich, dann lache ich auch selber mit über mich und dann ist das eben so und dann ist das irgendwann nur wieder abgehackt und dann ist es wieder gut. Also da habe ich jetzt keine Momente, wo ich sage, das war mir besonders peinlich oder... Okay. Letzte Frage noch. Wann hast du das letzte Mal geweint? Gute Frage. So in feuchten Augen ist natürlich auch manchmal, wenn die Kinder irgendwas Cooles machen oder so, das passiert natürlich schon immer mal. Aber so richtig geweint kann ich dir jetzt auch gar nicht beantworten, weiß ich jetzt gar nicht. Was macht Francesco Friedrich, wenn er nicht Bob fährt? Na, dann bin ich natürlich zu Hause und verbringe natürlich viel Zeit mit den zwei kleinen Jungs, die natürlich den ganzen Winter auf einen warten, wenn man unterwegs ist und durch dann, wenn du reinkommst, gleich zur Tür gerannt kommen, Papa, 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 Papa. Ja. Und dann versucht man natürlich die meiste Zeit, die man hat, irgendwo da mit den Kiddies zu investieren und das zu machen. Francesco, ganz kurze Frage noch. Würdest du mir einen kleinen Einblick in deine Garage gewähren, auch wenn ich vom Konkurrenzteam bin? Na klar, kein Problem. Look, da ist er. Marvin ja. Bin ich jetzt drin? Ja, bist du? So. Ja, mit Candy werden gerade ein paar Fotos gemacht, ja. Die Bundeswehrkollegen sind da. Ja, das ist unsere Geheimgarage hier in Altenberg, ganz hinten in der Ecke. Der Zweierbob steht noch hier, den machen wir heute noch fürs Rennen schick. Den Vierer haben wir ja gerade rausgeschafft und ja, klein, gemütlich, aber hier fühlen wir uns wohl. Das Wichtigste steht ganz oben. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste steht ganz oben. Okay. Doch, du musst dann nochmal scharf drauf gehen. Kann ich da nochmal kurz rein? Ja, du musst vor allem alle Becher abgeben. Nee, aber so, dann. Weißt du? Das ist dann Rätselraten, wer die ganzen Leute sind hier, weil es ja alles abgekürzt. Geil. Also man sieht, ist natürlich nur für die Bahnarbeiter, nicht für uns. Immer Besuch ist hier. Francesco, vielen, vielen Dank. Was hast du gesagt? Willst du einen Schnaps haben? Nee, jetzt nicht. Der Bock ist nicht da, ne? Wo ist er? Hoppala! Ja. Mann, ey, wie lange machst du das schon? Wie man Bock hier aufpoppen können. Alter Schwede. Aber an so einem schweren Mob kann man jetzt auch nicht festhalten, wenn man kippt. Ne? Aber faul gut gegengezogen auf jeden Fall. Ja? Ja, das wird, oder? Alter, schön. Ja, was denn? Pack sie woanders hin. Ich hab doch alles gehabt. Es gibt 10.000 Möglichkeiten. Alles? Alter, Maria war richtig sauer. Ich hab alles drauf. Ich hab's drauf. So, jetzt wird hier die ganze Scheiße nochmal eingemessen. Also, bitte gucken. Wie immer. Einmessen, schleifen. Immer die gleiche Scheiße. Misst du gleich so drüber? So, fertig mit Kufenschleifen. Das war heute der Vierersatz. Jetzt habt ihr mal im Timebob alles gesehen.
Ihr werdet es kaum glauben, aber vor dem Rennen wird auch noch der Bob poliert. Ich mache jetzt gerade der Bauer, der bringt ihn jetzt auf Hochglanz, erst von unten, dann von oben. Das ist so nicht so die geile Aufgabe. Aber auch das muss gemacht werden, weil das Ding halt immer dreckig wird. So, jetzt wird poliert. Dann gehen wir zurück ins Hotel essen und. Und dann wird der Abend noch ein bisschen geschillt, heute Abend ein bisschen gedehnt. Vielleicht mache ich Kamera nochmal an, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich habe übrigens was vergessen zu erzählen. Also Bauer hat eben erst nur die Politur aufgetragen und jetzt wird poliert. Nur damit wir hier die richtige Reihenfolge einhalten. Hau jetzt mal die scheiß Kamera aus, Alter! Will doch keiner hier sehen, Mann! Mann! Richtig fein poliert hier. Aber ich helfe dir gleich nicht, ne? Nein! Man sieht das auch schon viel besser aus. Man nennt Bowie auch den Glanzmeister. Jetzt geht's los. Hansi, ich habe ein paar Fragen an dich. Zunächst erstmal, erzähl mal so, wie zufrieden bist du mit der bisherigen Saison? Eigentlich ganz gut, oder? Würde ich sagen. Wir hätten zwar am Franz mal ein bisschen mehr vom Podest verschieben können, aber ist ja noch nicht zu Ende die Saison. Aber ich glaube, bis jetzt können wir zufrieden sein. Wir starten wieder ganz gut, wir fahren eigentlich auch ganz solide. China war richtig geil, die Bahn taugt mir und auf das freue ich mich. Und der Rest ist mir eigentlich wurscht, sage ich mal, im Weltcup, was da rauskommt. Hauptsache in Peking haben wir dann irgendwann so ein kleines Medaillchen um den Hals hängen. Ich sag mal, wir hatten halt ein bisschen Pech mit Erik und mir, dass wir verletzt waren, aber die Jungs haben ja eigentlich alles so gut gemacht. Bis jetzt, die Zweier läuft perfekt, hätte ich gesagt. Boah, ich bin voll zufrieden. Vor allem jetzt ist es auch endlich so weit, dass der Zweier taugt mir richtig gut vom Fahren. Das Fahrgefühl ist wieder da. Im Vierer komme ich auch langsam dahin. Bin ja letztes Jahr umgestiegen oder eigentlich heuer erst so die erste richtige Saison auf FES. Und hatte da ein bisschen Bammel davor, dass ich einfach nicht so reinkomme in den Fahrflow. Aber so, es ist noch unkonstant, man sieht es bei den Ergebnissen, aber es läuft eigentlich schon so in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Okay, also Ziel von uns ganz klar, Medaille bei Olympia, gell? Klar, also beim letzten Mal war es richtig scheiße. Also ich muss sagen, ich bin heimgefahren und hatte so die Schnauze voll von diesem Sport mit Platz 5 und 8. Und ja, dieses Mal muss mindestens in einer Disziplin Medaille her, am besten in beiden. Also das ist ganz klar das Ziel. Okay, Hansi, ich habe jetzt noch drei Fragen, die ich jedem bis jetzt in meinen Interviews gestellt habe. Frage 1 ist, du bist ja ein riesen Bob-Talent, wie halt alle, die hier sind. Aber welches Talent würdest du dir wünschen, wenn du halt eins dir aussuchen könntest? Ich würde gern mehr Sprachen können, weil ich bin der absolute Legastheniker, was Fremdsprachen angeht. Ich kann Bayerisch und ich kann ein bisschen Hochdeutsch, aber so Englisch ist gar nicht meins und alles andere funktioniert 0,0 und das würde ich echt gern können. Na okay, so dann. Was war so in der letzten Zeit dein peinlichster Moment, wo du vielleicht auch mal so ein bisschen rot geworden bist? Gibt es da irgendeinen? Das Schlimme ist, dass nur das Bobfahren die Hemmschwelle so tief liegt, also die Latte liegt wirklich am Boden und mir ist eigentlich nichts mehr peinlich. Ich müsste echt lange überlegen, wann ich mal wirklich wieder was Peinliches gemacht habe, aber es hat spontan fällt mir nichts ein. Aber ich muss sagen, da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass ich mich noch für irgendwas schäme. Okay, und jetzt noch eine Frage, wann hast du das letzte Mal geweint? So vielleicht, oder Freudentränen oder so, wann war das letzte Mal? Wo ich so ein bisschen geweint habe, wo mein Opa gestorben ist vor 4 Wochen. Und ich konnte bei der Beerdigung nicht dabei sein, weil das war, wo wir im Weltcup Eagles waren. Da war ich schon sehr, sehr traurig. Und ich habe den quasi beim Sterben begleitet, wo der gestürzt ist vor der Haustür. Und der ist eigentlich in meinen Armen verblutet. Und das war schon ziemlich hart und eigentlich das Heftigste, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe. So. Okay, das ist natürlich ja schon eine krasse Story. Aber gehört zum Leben dazu. Das stimmt. Es ist einfach so, Leute kommen, Leute gehen. Deswegen genießen wir die Zeit, wo wir da sind. Eine allerletzte Frage. Was macht Hansi Lochner, wenn er nicht Bob fährt? Er sitzt daheim und tut irgendwelche Kabel verdrahten. Und sonst hobbymäßig so? Ein bisschen Moped fahren mit Paul, aber das muss er noch ein bisschen lernen, weil der fährt immer wie eine alte Oma und kommt mir nicht hinterher. Hansi. Servus Leute, heute ist Freitag und ich bin gerade auf dem Weg nach unten. Möchte noch ein kleines Käffchen trinken. Ist jetzt schon nachmittags und danach geht es in die Trainingshalle. Da werde ich einen kleinen Auftakt machen für morgen und dann war es das heute auch schon. Also heute wird nicht viel kommen, einfach weil ich mich auf das Rennen vorbereiten muss. Ne?
bisschen aus der Trainingshalle zeige ich euch noch. Für alle, die übrigens nicht wissen, was ein Auftakt ist, da bereitet man sich nochmal auf den Wettkampf vor, macht so ein paar Übungen, die seht ihr später. Trinkt man noch ein Käffchen, gibt noch ein Riegelchen. Ach Scheiße, Mann. Und dann geht's schon los, Scheiße. Moment, Baby. Achtung, Werbung. Schönes, leckeres Riegelchen. Angekommen im Kraftraum, wird sich ganz kurz warm gefahren, dann ein bisschen gedehnt und dann ein bisschen Laufer-WC. Was sagst du? Du bist eine ganz sauber. Warum? Ich stehe nicht mit deiner scheiß Kamera umeinander fuchtelst. Was soll ich? Mit der Kinderkamera, da kannst du ja wieder mal irgendwas aufnehmen. Hey, was hängt denn da hinten an dem Trainingsgerät? Zippi, hast du halt schlechte Laune oder was, Seppi? Schau mal bei der Tier aus, wie wir es da draußen anschauen. Ja, wenn du da gar nicht geladen hast. Du wieder, Alter. Gestern telefoniert bei uns, ich jetzt wieder. Da draußen ziehe ich immer die Hand vor die Augen. Was sagst du denn hier zum Ambiente? Das ist ein richtiger geiler Ostkraftraum. Den Kraftraum haben zwei Onkel und ich schon da drin. Der war damals schon besser wie du. Das kann ich nicht vergessen. Davon hat der nicht gemacht. Der Schmelzer. Aber leider. Der absolute Ranz hier drin. Er leuchtet das Licht. Was ist mit dem Licht? Das ist schlimmer wie im Knast. Es ist der richtige Rocky Balboa Gedächtniskraft. Hansi. Yeah. Mama Willi. Fertig mit Dehnen und Gymnastik. Jetzt geht's rüber in den Laufschlauch und dann wird noch ein bisschen so Laufbeweglichkeitssachen werden da noch gemacht. Findest du meinen Arsch? Ja. Kannst du mal richtig rausstrecken? Geht nicht, geht so. So, wir sind durch für heute. Jetzt habt ihr gesehen, was ich vor dem Wettkampf mache. Jetzt geht's ins Hotel. Dann habe ich noch Physio. Dann wird gegessen. Und dann werde ich so langsam mich aufs Bett gehen vorbereiten. Ein bisschen Film gucken. Und morgen heißt dann Angriff. Ich hoffe, dass alles hält. Dass die Leistung morgen gut wird. Wie gesagt, das ist mein erstes Rennen seit 657 Tagen. Die Verletzung war jetzt nicht auch so ohne. Und mal schauen, was morgen rauskommt. Drückt die Daumen. Und ich denke mal, ich melde mich ganz kurz morgen vorm Rennen. In der Früh. Und dann halt noch nach dem Rennen gibt es noch einen Rennbericht. Also. Auf dem Weg zur Physio. Ich habe gedacht, ich nehme doch nochmal die Kamera mit. Also war die Abmoderation eigentlich umsonst. Aber diesmal weiß er nicht, dass ich die Kamera dabei habe. Da ist er schon. Na, hässlicher Mensch. Na? Ich dachte, ich nehme die Kamera nochmal mit, weil jetzt ist es so fast nicht so normal geworden, dass ich die habe. Naja. Ach, du machst mich fertig. Was machen wir heute? Wenn du jetzt Single wärst, hätte ich jetzt erstmal so eine richtig kranke Vorstellung gemacht. Hier, Mauri sucht und so, aber. Ja, ganz normal Hüftbeuger, hätte ich gesagt. Dann nochmal hinten vielleicht und der Unterrücken und hinten da an der Stelle nochmal. So, jetzt fangen wir an und danach ist wirklich Schluss hier mit Aufnehmen für heute, denn morgen ist Race Day und darauf wird sich jetzt fokussiert. Also, Jungs, Mädels, bis morgen. Servus Leute, Race Day, heute ist es endlich soweit. Ich bin gerade aufgestanden. Ich denke, man sieht es noch ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Schnupfen heute. Und aus dem Grund gibt
gibt es jetzt erstmal eine kleine Nasendusche. Und ja, heute Nachmittag, wenn Rennen ist, gebe ich dem Fipser die Kamera. Der wird ein bisschen filmen, bin mal gespannt. Ich bin jetzt eigentlich raus, einfach weil ich mich jetzt auf den Wettkampf vorbereite. Und heute Abend gibt es dann das Fazit zum Wettkampf. Auf geht's, Alter, komm! Ich hab ihn auf geht's, Paul, komm! Komm, Paul, auf geht's! Das nächste deutsche Team, Aufruf, Johannes Lochner und Paul Krenz aus Deutschland. Team Germany, Team Lochner, please. Gekommen im Wettkampf. War nicht so gut. Start war, denke ich, okay. Hansi hat ein paar Probleme mit dem Bein.
dass es jetzt keine kranke Zeit wird, war mir bewusst, auch wegen meiner jetzigen Leistung. Aber es hat halt alles wenigstens erstmal gehalten und ja, Platzierung ist natürlich richtig scheiße. Aber so ist es halt manchmal, das ist der Sport. Ganz kurz angekommen im Hotel. So sieht das jetzt aus. Ich ziehe meinen Rennanzug aus. Hier ist meine kleine Dreckecke. Das packe ich dann zusammen. Die Klamotten zum Trocknen werden aufgehangen. Alles wird ein bisschen zusammengepackt. Ja, dann erstmal Armbrot. Es ist schön mit dem Raspi-Armbrot. Und dann mal gucken. Werde ich mal die Familie anrufen. Mach ich jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen nehme ich die Kamera mit. Fürs Foreman und na, bis dann. Jungs, was ist denn heute? Richtig. Raffi, bist du bereit? Sonntag, ich komme gerade aus der Kirche. Gehst du jetzt zur Bahn oder was? Endlich angekommen an der Bahn. Ich werde mir jetzt was zu trinken holen. Wie ihr schon mitbekommen habt, ist heute der Vierer Race Day, wo praktisch Raspi, Webi, Bowie und Hansi an den Start gehen. Ich mache heute Pause. Die Vierermannschaft steht schon so gut wie für die Olympia, für Olympia. Und deswegen fahren die. Das Wetter hier ist der absolute Obertreck. Also wirklich schlimmer geht es eigentlich nicht. Und ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich noch irgendwelche Leute hier vor die Linse. Ja, mal sehen. Ne? Mariama? Ja. Alles gut zum zweiten Platz. Danke. Ich habe mich sehr gefreut für dich. Danke. Und wenn du irgendwas brauchst, ich helfe dir gern. Ja, sag's Bescheid, ne? Lex, wo bist du denn? Ich brauche noch mal für Clickbait. Ja. Willst du noch irgendwas sagen für den YouTube-Vlog? Irgendwelche Leute grüßen oder so? Grüß, an wen? Raus an alle Fans. Echt? Klar. Teilst du den Vlog? Mal schauen. Komm, du hast gestern noch ein Ja gesagt. Nein, nur wenn du uns selbst fragen. Hab ich doch eben. Madeline, hast du Spaß? Ja, hatte ich. Okay, okay. Hier ist Steini, unser Mechaniker. Steini. Servus. Alles gut? Alles gut. Hans, unser Eismeister, jetzt wird die Strecke nochmal richtig hier vorbereitet vom Eismeister. Der macht das jetzt hier. So, das erste, was ich jetzt machen werde, wir haben einen Ziersack, da kommen praktisch alle Klamotten rein, damit die Jungs unten auch Sachen haben und nicht frieren. Den hole ich jetzt und bringe erstmal weg. Congratulations! So. Der Startsack hier vom Bob Team Friedrich. Fertig. Wenn wir dann drunter sind, gehe ich nochmal mit dem Handtuch drüber, gell? Ja, genau. So. Das noch hier. Das bringt er hier nach. Auf geht's, Jungs, Feuerwehr kommt! Feuer! Tja, Rennen ist jetzt vorbei. Lief heute nicht schlecht, oder? Ist es das erste Mal in deinem Leben, dass du nicht in den zweiten Lauf gekommen bist? Ich bin schon mal nicht in den zweiten Lauf gekommen und das war vor den letzten Olympischen Spielen. Okay, also. Da war der Walder schuld. Also jetzt ist auf jeden Fall vorbei. Wochenende war einfach Riesenscheiße. Kann man original streichen. Riesenscheiße. Es war das schlimmste Bobwochenende meines Lebens, oder? Also, danke, Paul, dafür. Licht anscheinend an mir. Wir sind jetzt endgültig raus. Viel Spaß beim Anschauen.